patterns in nature, form and inspiration from the biological world. Muster in der Natur sind Regelmäßigkeiten der Form, sichtbare Regelmäßigkeiten, die in der natürlichen, nicht menschlich gemachten Umwelt wahrgenommen werden können. Solche Muster können in den verschiedensten Zusammenhängen vorkommen und können teils mathematisch beschrieben werden. Was jedoch nicht unbedingt bedeutet, dass der Natur ein mathematisches Konzept zugrunde liegt, das wir noch nicht entdeckt haben. Zumindest sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht so weit, dass wir es entdeckt oder verstanden haben. You may have heard of Alan Turing, father of computer science and the mathematical genius who cracked the German Enigma code during World War II, a feat that Winston Churchill once remarked was the secret weapon that won the war. But what you probably didn't know was that during his short lifetime, Alan Turing also proposed a theory to help explain a series of patterns that recur over and over again throughout the natural world, like the spherical organization of cells in an embryo, the spiral arrangement of petals on a flower, the world tentacle pattern of a hydra, the waves on a sand dune, the spots on a leopard, and even the stripes on a zebra. Turing's desire to understand nature's reoccurring patterns stemmed from his fascination with embryology. Turing wanted to know how the small uniform ball of cells in an embryo could differentiate and morph into a fully formed complex being. His hunch was that there had to be some mathematical principle underpinning the reoccurring patterns in an embryo's development. So, in 1952, Turing published a paper called The Chemical Basis of Morphogenesis. Within it, he proposed that the diversity of patterns we see in nature can be explained by a mathematical model called the reaction-diffusion system. While the entire model is too complex to explain here, essentially, the system can be broken down like this. Let's say we have two identical cells within an embryo. In the mix are two chemicals that can either activate or inhibit a specific reaction within an embryo's cells. Turing called these morphogens. As these morphogens diffuse through the embryo, they cause the cells around them to transform, ultimately creating patterns like spots, stripes, spirals, hexagons, and whorls. But this is just one example of the reaction diffusion system at work. Morphogens can really be any two chemical substances that work together to stop and start a reaction, like hormones, proteins, or acids. And changing the rate at which these components interact, diffuse, and decay determines the way those elemental patterns like waves, spots, and stripes appear. Today, many theoretical biologists and mathematicians believe that Turing's system could also be applied to the patterns found in vegetation on a landscape, weather systems, and even to the formation of galaxies. Sadly, Turing never found out whether his theory was right. In an age of intolerance, he took his own life in 1954, following a conviction for gross indecency, the charge for being openly gay. And for a long time afterward, his ambitious model was forgotten. But in the 60 years that have passed, some experimental data has started to emerge to prove that Turing really was onto something. Perhaps the biggest breakthrough to date is a 2012 study that applied Turing's model to the formation of digits on the paws of mouse embryos. It turns out that digits are, on a fundamental level, a series of stripes. During the early stages of development within an embryo, the paw or hand is a continuous plate of tissue. But over time, the cells change to either form digits or die and create the spaces between them. What researchers found was that the entire process fit the reaction diffusion system proposed by Turing. In this case, two genes controlled the production of morphogens that formed digits, while a third gene controlled the production of morphogens that caused cell death, forming the gaps between digits. In other words, those three genetic pathways working in opposition to each other create the stripes that are digits and gaps. What researchers called the perfect example of Turing's reaction diffusion system. Of course, more research is needed to determine whether Turing's model could really be applied to all the patterns that we see in the natural world. But at the very least, Alan Turing should be remembered as a mathematical visionary who changed the way we see our world. Die Schönheit, die der Mensch oder die Ästhetik, die der Mensch in der Natur wahrnimmt, hat natürlich viele Gründe. Und das soll auch nicht Grundlage dieser Vorlesung, dieses Vortrags sein, sondern es geht vielmehr darum, wie wir uns inspirieren lassen können von der Form und von den Mustern, die wir in der biologischen Welt finden können.
Grundsätzlich tut die Natur jedoch nichts, um einfach nur schön auszusehen, um schön zu sein oder nicht, zumindest im Sinne dessen, was wir unter Schönheit verstehen. Für die Natur ist Schönheit eher ein Werkzeug im Prozess der natürlichen Selektion, die dann wiederum bestimmt, wie Muster wachsen, wie sie sich entwickeln und wie sie auch wahrgenommen werden. Aber die am weitesten verbreitete Art des Musters ist die Symmetrie, die wir in vielen Tieren wahrnehmen können. Tiere sind hauptsächlich achsensymmetrisch, ebenso wie die Blätter von Pflanzen und einigen Blumen. Das hat den Grund, dass Lebewesen sich normalerweise in eine Richtung fortbewegen und dadurch automatisch ein Vorne und ein Hinten haben und dadurch dann eben auch wiederum ein Rechts und ein Links. Blüten sind oft radial oder rotationssymmetrisch. Seesterne, Seeigel weisen oft eine fünffache Symmetrie auf. Auch in Blüten kann man diese fünffache Symmetrie finden. Und Schneeflocken, sechsfache Symmetrie. Symmetrie hat eine Vielzahl von Gründen, wie eben schon erwähnt. Radiale Symmetrie eignet sich für Organismen wie Seeanemonen, deren Erwachsene sich eben nicht bewegen, die Nahrung, aber auch Feinde trotzdem aus allen Richtungen kommen können und darauf dann reagiert werden muss. Lebewesen, die in eine Richtung sich bewegen, haben dadurch eben eine Vorder- und eine Rückseite. Wie und ob Symmetrie im Design, in der Architektur zum Einsatz kommen soll, ist natürlich nicht nur vom Kontext, sondern auch vom Ästhetikempfinden des Einzelnen abhängig. Ein bekanntes Zitat ist hier eines von Ludwig Mies van der Rohe, der gesagt hat, zumindest wird ihm das zugewiesen, Symmetrie ist die Ästhetik der Dummen, in Bezug dessen, dass Symmetrie eben viele Dinge auch vereinfacht, unnötig vereinfacht und dadurch dann eine gewisse Komplexität auch verloren geht. Fraktale sind theoretisch unendlich selbstähnliche, iterierte mathematische Konstrukte mit fraktaler Dimension. Da eine unendliche Iteration jedoch in der Natur natürlich nicht möglich ist, wenn alle fraktalen Muster, die wir wahrnehmen, nur als annähernd wirklich fraktal beschrieben. So sind beispielsweise die Blätter von Farnen nur bis zum zweiten oder dritten oder vierten Grad auch selbstähnlich. Trotzdem können wir diese Muster gerade jetzt in Farn oder in Brokkoli oder auch hier beim Durchschneiden eines Rosenkohls oder eines Rotkohls eben wahrnehmen. Eine Möglichkeit oder eine der bekanntesten mathematischen Definitionen zur Erklärung von Fraktalen ist die sogenannte Kochkurve. Man kann die Kurve anschaulich mittels eines iterativen Prozesses konstruieren. Man hat eine Gerade, eine Linie, die eben unterteilt wird in gleiche Stücke. Diese Stücke werden dann iterativ immer weiter unterteilt, basierend auf der gleichen Grundregel im Prinzip. Und dadurch kann man eine Linie mit unendlicher Dimension erzeugen. Ein weiteres bekanntes Fraktal ist die Hilbert-Kurve, die auch als raumfüllende Kurve bezeichnet wird. Und eine Linie, die dadurch eine zweidimensionale Fläche prinzipiell unendlich vollständig ausfüllen kann. Und ich habe hier teilweise immer kurze Links mit eingebaut zu Grasshopper-Beispielen, die es ermöglichen, solche relativ eher komplexen Strukturen relativ einfach nachzuempfinden und zu realisieren. Weiterhin gibt es baumartige Strukturen, die man eben nicht nur in echten Bäumen finden kann in der Natur, sondern auch in sogenannten Lindenmeier-Systemen. Das sind sehr ästhetische, anmutende Baum- oder sternförmige Muster, auch hier wiederum ein Code zu einem Grasshopper-Plugin Rabbit. Hier ein Beispiel eines amerikanischen Designbüros, Nervous System heißen die, die sich sehr stark eben mit diesen natürlichen Formen befassen und diese nutzen, um daraus Produkte herzustellen, auch zu produzieren. Auch wieder natürlich mittels digitaler Produktionsmethoden, in dem Fall 3D-Druck, in dem wir ein Lindenmeier-System genommen haben, um diese Lampen zu erzeugen. Oder hier ein anderes Projekt, wo sie eine korallenähnliche Struktur realisiert haben. Spiralen sind bei Pflanzen und auch bei einigen Tieren verbreitet. Pflanzenspiralen sind oftmals in den Blütenköpfen, wie zum Beispiel bei der Sonnenblume zu finden, aber auch bei manchen Farnarten, Bruststrukturen wie bei der Ananas, sowie im Schuppenmuster von Kiefernzapfen.
Auf die Frage, warum spiralförmige Muster in der Natur auftreten, gibt es eine Vielzahl an Erklärungen. Aus chemischer Sicht können Spiralen durch einen Reaktionsdiffusionsprozess erzeugt werden, wie wir eben in dem Video schon gesehen haben. Aus biologischer Sicht ist das Anordnen von Blättern so weit voneinander entfernt wie möglich optimal, da es den Zugang zu Ressourcen maximiert, insbesondere Sonnenlicht für die nötige Photosynthese. Und aus physikalischer Sicht sind Spiralen Niedrigenergiekonfigurationen, die spontan durch Prozesse der Selbstorganisation in dynamischen Systemen entstehen. So ist beispielsweise in der Nautilusmuschel, die wir hier sehen, jede der Kammern eine ungefähre Kopie der nächsten, skaliert um einen konstanten Faktor und angeordnet in einer logarithmischen Spirale. Teilweise basieren diese Spiralen auf der sogenannten Fibonacci-Folge. Auch hier wieder ein Link zu einem Rhino-Grasshopper-Plugin der Philo-Machine, bei der sich jede nachfolgende Zahl aus der Summe der beiden vorhergehenden ergibt. Also 0, dann 1, dann wieder 1, 2, 3, 5, 8, 13 und so weiter. Fibonacci oder der goldene Schnitt findet sich nicht nur in der Natur, sondern auch in vielen von Menschen geschaffenen Objekten. Wir finden sie eben, wie gesagt, in der Nautilusmuschel, in der Sonnenblume, auch in unserem Gesicht anscheinend. Aber dieses System der natürlichen Proportionen wurde auch von vielen Künstlern, von vielen Architekten aufgegriffen, um Proportionen oder Gebäude herzustellen, die eben Proportionen nachempfunden sind, die wir aus der Natur kennen und durch die wir dadurch dann einen ganz anderen, einen sehr viel natürlicheren Bezug auch herstellen können. Dazu gehören Da Vinci, da gehört Corbusier dazu und Dali, die ihre Werke eben absichtlich so proportioniert haben, dass sie dem goldenen Schnitt entsprechen. Also das Verhältnis des Ganzen zu seinem größeren Teil ist gleich wie das Verhältnis des Größeren zu seinem kleineren Teil. In dem Glauben, dass dieses Verhältnis dann eben ästhetisch ansprechend bzw. natürlich ist. Wir finden das auch in vielen neueren, oder den goldenen Schnitt finden wir auch in vielen neueren Designs wieder, zum Beispiel im Apple-Logo oder im Logo vom National Geographic, im Logo von Hyundai, auch hier wurde der goldene Schnitt angewandt, oder eben auch sogar im Design von Webseiten wird es genutzt, um das Auge so zu lenken, dass eben die wichtigsten Dinge direkt erkennbar sind. Von der Ordnung zum Chaos, Risse, auch die treten in der Natur auf, auch hier gibt es natürlich Gründe dafür, Risse treten vor allem dann auf, wenn weiches Material austrocknet und sich zusammenzieht und dann an den schwächsten Stellen eben einreißt. Auch das lässt sich mathematisch erklären oder mathematisch nachempfinden. Auch ich habe das mal in einem Projekt untersucht oder genutzt, um ein Bücherregal zu realisieren, das basierend auf Durchschnittsgrößen der Bücher, die ich hatte, dann mittels eines generativen Algorithmus die optimale Größe der unterschiedlichen Fächer ausgerechnet hat nach mehreren Iterationen und dadurch dann dieses Regalsystem entstanden ist. Neben Fraktalen gilt das Chaos bzw. nicht lineare dynamische Systeme als einer der wesentlichen Gründe für das Auftreten von Mustern in der Natur. Eine relativ einfache Möglichkeit, um nicht lineare chaotische Systeme mathematisch zu beschreiben, sind sogenannte zelluläre Automaten, Cellular Automata. Hier haben wir sehr einfache Regeln, es gibt eine ganze Vielzahl an Regeln, die dann, wenn sie wiederholt werden, wenn sie iterativ immer wieder wiederholt werden, einen sehr hohen Grad an Komplexität erzeugen können. Die Regel Nummer 30 zum Beispiel bedeutet, und das ist eine pixelbasierte Regel, dass je nachdem, wie die Nachbarzellen sich verhalten, ob die jetzt an sind, also gefüllt oder off, also leer, daraus resultierend dann die nächste Zeile beschrieben wird. Das heißt, wenn wir hier das mittlere Pixel ansehen, wenn beide Nachbarn voll sind, ist das darauffolgende leer. Wenn nur einer der beiden Nachbarn voll ist, ist das darauffolgende auch leer und so weiter und so fort. Und daraus ergibt sich dann diese Struktur. Und dafür gibt es verschiedene Regeln, die eben genutzt werden können, um ein hohes Maß an Komplexität zu erzeugen. Thank you.
Und das hier ist ein Projekt von Rory Glynn und Basilia Abramovic und Bas Overwelde. Eine interaktive Installation, die auch als Grundlage Cellular Automata hat, als Intelligenz, um dadurch dann ein System zu entwickeln, das eben nicht nur direkt darauf reagiert, also es geht um Interaktion, es geht um ein intelligentes System, das eben nicht nur direkt auf Impuls reagiert und somit die Reaktion auf eine gewisse Weise immer noch absehbar wird, sondern die sich ständig weiterentwickelt, die auch lernt, die auch mal anders reagiert und dadurch im Dialog mit dem Besucher tritt. Automata damit experimentiert und in dem Fall einen Schuh hergestellt hat, einen Schuh produziert hat durch 3D-Druck. Ein ähnliches oder ein weiteres Art der Muster, die in der Natur vorkommen, sind sogenannte Mäander, die sich eben durch vorhin schon erwähnte Reaktions-Diffusions-Algorithmen oder Gleichungen beschreiben lassen, bei denen eine lokale Wechselwirkung und zusätzlich eine Diffusion auftritt und durch die dann räumliche Muster entstehen können. Auch diese Muster treten in der Natur in den unterschiedlichsten Formen auch dreidimensional. Und hier kurz nochmal ein Video, wie das Ganze aussieht, dieser Prozess. Auch hier wieder Nervous System, die diese Prozesse, diese Regeln nutzen, um daraus Designobjekte zu erzeugen, die natürlich sehr natürlich anmuten, auch wieder durch 3D-Druck realisiert. Hier eine Oberfläche, die basierend auf diesem Reaktionsdiffusionsalgorithmus realisiert wurde, oder ein Tisch. Oder auch hier ein Projekt, das ich mit Studierenden realisiert habe, wo wir Fliesen hergestellt haben aus Keramik, basierend auf diesen Algorithmen. Schaum und Blasen. Schaum besteht aus Blasen, die durch flüssige Wände getrennt sind, welche von Tensiden und meist Wasser gebildet werden. Eine Blase bildet eine Kugel oder auch eine sogenannte Minimalfläche, die kleinstmögliche Oberfläche für das jeweils eingeschlossene Volumen. Und wenn zwei Blasen aufeinandertreffen, bleiben die Außenflächen beider Blasen kugelförmig, während sie von einer dritten Schnittfläche verbunden werden, die dann eben ist. Mathematisch beschrieben werden können Schäume
mittels eines Voronoi-Diagramms. Und das wird hier jetzt kurz erläutert. To begin, let's step back and simplify the problem. A dino leg is essentially a cylinder with claws at the bottom. Let's ignore the claws for the moment. And if we unwrap the cylinder, we get a flat rectangle, or a 2D plane. We can do all the work like this in a flat plane and then wrap it up whenever we want to test it out. Let's first think about the geometry of our dino scales. Each scale is an irregular shape, and all of these different scales need to fit together like a puzzle. At Pixar, we use a really cool trick to generate these kinds of patterns. It's known as a Voronoi diagram. It's based on a pattern we see all over the place in the natural world, from the spots on a giraffe to the cracks that form when mud dries. And I love that we can explain the math behind Voronoi patterns with bubbles. If we fill a container with bubbles like this, they squish together and we get the same pattern based on where the bubbles touch. Let's think about the geometry of what's going on here. We start by placing a few points somewhere on the plane. Doesn't matter where. Imagine they are tiny bubbles. Let's call these sights. And then we blow them up into larger bubbles. Eventually, the neighboring bubbles collide at a single point. As they expand, this grows into a line where they squish together. These bubble boundaries is where we draw our lines. And watch what happens when we do this with many sights scattered about. We get this irregular puzzle pattern. And that's it, a Voronoi pattern. Or Voronoi partition, if you really want to show off. We'll call each of these bubble regions a cell. So we have sights and cells. And there are some really interesting properties here. The border of each cell is always the same distance to the two nearest sights. And wherever three lines meet, we get a point or a vertex right here. And this is equally distant to the three nearest sights. All thanks to the awesome power of math. Let's stop here and make sure that you understand how to draw these Voronoi patterns. The following exercise will get you thinking about how these work. It's also a great time to grab a pencil and paper. Remember, doodling is your friend. Do you have a good story about Voronoi patterns? I do. When we were working on The Incredibles, we had this cake that was absolutely beautiful, and it was made for Bob Parr, was gonna take a big bite out of it. And it was full of these beautiful bubbles, and the crust was shiny, and it was moist, and it was really, really gorgeous. And then the story changed a little bit, and the shot ended up being filmed all at night. So you can never see all those beautiful Voronoi bubbles. Sounds delicious. Es gibt einige Beispiele auch in der Architektur. Also Voronoi ist, dadurch, dass es in Grasshopper mittlerweile seit sehr langer Zeit implementiert ist, eines der Muster, von dem wir uns fast schon satt gesehen haben. Es gibt dennoch einige Architekturprojekte auch, wie hier das Schwimmstadion für die Olympiade in Peking, wo wir dieses Muster eben sehen in der Fassade. Oder eben auch weitergetrieben, das Ganze nochmal als Zellstrukturen, die dann auch wiederum von Firmen wie Nervous System aufgegriffen wird oder wurde, um zum Beispiel Schmuck zu erzeugen. Wir haben ja auch einen Online-Konfigurator, der es einem eben erlaubt, on demand, direkt digital auf ihrer Webseite seinen eigenen Fingerring zu generieren. Man kann ja den Durchmesser variieren, man kann die Stärke variieren. Man kann eben auch direkt dieses Muster manipulieren. Und wenn das Objekt dann fertig ist, kann man das Ganze speichern, bekommt auch direkt einen Price Tag, wie viel das Ganze kosten wird, auf unterschiedlichen Materialien. Und das wird dann direkt an einen 3D-Druckdienstleister geschickt, der das Ganze dann auch direkt produzieren kann. Diese Art von Online-Konfigurator ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil es wirklich dem Kunden erlaubt, seine eigenen Designs zu gestalten, diese auch zu produzieren. Und eben nicht nur etwas kaufen muss, was von anderen entworfen wurde, mit dem Hintergedanken, dass es dann schon gefällt. Aber
Aber es ist auch etwas, das eben nicht allzu komplex ist, dadurch, dass das Tool Grasshopper und Rhino da die Möglichkeit gibt, relativ direkt Einfluss zu nehmen und solche Dinge zu generieren. Und das war auch ein Kurs, den ich mit Bachelorstudenten gemacht habe, wo wir auch dieses Thema generative Schmuck oder parametrisch entworfener Schmuck zum Thema hatten. Und das ist das Skript, das eben einen ganz ähnlichen Fingerring wie den, den wir gerade von Nervous System gesehen haben, produziert. Das ist wirklich relativ einfach. Man hat einen Zylinder, der mit einer Kugel verschnitten wird. Dadurch bekommt man die Grundform. Diese wird dann wiederum trianguliert. Die Ecken werden abgerundet. Es wird diese Art von Netz, von Knochenstruktur drüber gelegt. Und dann hat man diese dreidimensionale Geometrie, die man eben ausdrucken kann. Jetzt komme ich zur letzten Art von Mustern, sogenanntes Schwärmen oder Schwarmverhalten. Der Begriff Schwarmverhalten bezeichnet das Verhalten von Fischen, von Vögeln, Insekten oder anderen Tieren, die sich zu großen Aggregationen zusammenschließen. Vorteile der Schwarmbildung ergeben sich vor allem bei der Nahrungssuche und im Schutz von möglichen Fressfeinden, zum Beispiel durch kollektive Wachsamkeit. Gemeinsam sind wir stark. Oft bewegen sich die Individuen des Schwarms gemeinsam in eine Richtung. Und das Phänomen wird nicht nur in verschiedenen biologischen Disziplinen untersucht, sondern zum Beispiel auch in der Informatik. Und das hier ist ein Video eines dieser Schwärme, Vogelschwärme, wie man sie so eben in der Natur wahrnehmen kann. Architekten und Designer, die sich mit dem Thema befassen, gibt es eine ganze Menge, habe ich auch schon ein paar gezeigt. Die Rätsin von der Bartel zum Beispiel auch, unter anderem aber auch Kars Osterhus, der lange Zeit Professor an der TU Delft war, dort das Hyperbody Lab gegründet hat. Und auch wenn dieser Stuhl jetzt nicht unbedingt direkt als Schwarm ersichtlich ist, der in vielen seiner Arbeiten eigentlich das Schwarmverhalten als Grundlage, gerade auch in der Entwicklung von interaktiven Systemen, wie interaktive Systeme kommunizieren können und müssen und es gar nicht wichtig ist, zentral alles zu kontrollieren, sondern dass dadurch, dass eigentlich die einzelne Node nur immer das wissen muss, was der Nachbar weiß und dadurch dann durch lokale Aktionen ein globales Verhalten entstehen kann, sehr viel effizienter ist. Kokucha, auch noch ein Londoner Designbüro, die diese Ästhetik, diese Dynamik von Schwärmen aufgreifen, um dadurch auch Architecture Proposals zu gestalten. Und das war's zum Thema Patterns in Nature. Persönlich sehe ich Muster in der Natur in erster Linie als große Quelle der Inspiration, sowohl wegen ihrer Komplexität als auch wegen der offensichtlichen Assoziationen, die wir dazu haben. Das heißt, wenn wir Muster in menschgemachten Objekten oder Geometrien wahrnehmen, die wir aus der Natur her können,
können wir uns dadurch ganz anders damit identifizieren. Ich denke, für das Design und auch für die Architektur können sie formal interessanter sein, um etwas zu schaffen, das sich von dem unterscheidet, was wir derzeit haben, nämlich immer noch eine größtenteils vom Funktionalismus geprägte Designsprache und gleichzeitig vertraut zu bleiben, da wir eben den Bezug zu ornamentalen Mustern in uns tragen. Und gerade heute, wo wir Entwurfmöglichkeiten haben, die uns erlauben, Komplexität und Diversität zu vereinen und uns der Zugang zu Maschinen offen steht, die diese Formen eben realisieren können, glaube ich, dass eine Rückbesinnung aufs Detail, auf das Verspielte, dem Ornament und dem Schmuck eigentlich nichts mehr im Wege steht. Vielen Dank.